Hallo meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Kryptonasium. Da ist der Didi Stuntman. Und ich. Und wir gehen zum Kryptonasium jetzt. Das ist da hinten, das, ne, ist ja das, das Ding. Das da ist das Kryptonasium, genau. Ja, da, das ist das Kryptonasium. Da gehen wir jetzt mal hin. Was hat der denn da? Ey, was lacht der sich denn kaputt? Das ist die Erdenzeitung. Wie die Erdenzeitung? Ja, über euren Planeten. Von den Planeten, ja, wo ziemlich vieles geschrieben wird, wo das ganze Universum, das ganze Weltall darüber lacht. Ah. Ja. Über uns Menschen lacht er sich kaputt? Boah, der hat meine Unterlagen vom Frittern, die. Da kann ich KTV-News machen, da kann ich endlich wieder Nachrichten machen. Frag ihn mal, ob wir die haben können, die Zeitung. Wie kommt der denn bitte schön hier an unsere Erdenzeitung auf dem Planeten Kokolailand? Hat denn meine Unterlagen von der Erde? Wie geht's soweit? Das kann ich Ihnen sagen. Wir vom Kokolailand fangen die ganzen Daten von dem Planeten Erde ab. Und damit wir unsere Zeitung, dass wir dann die Zeitung, sag ich mal, selber rekonstruieren und machen unsere Zeitung dann auch selber, weil wir dann unheimlich sehr viel lachen können. Ja, wenn ich die jetzt hätte, da könnte ich KTV News machen, da könnte ich endlich wieder Nachricht machen. Frag den nochmal, ob er uns das nie geben kann. Ich kann das ja gleich mal fragen. Okay. Die Erdlinge von den Planeten Erde. Die machen sich selber kaputt. Das ist unglaublich. Umweltverschmutzung und sowas. Natürlich gibt es auch Abweichungen. Aber es gibt auch einen Teil der Menschen, aber das sind Ringeltauben für mich. Ja, die sich auch gut verstehen, die sich nicht prügeln oder sich töten oder. Ja, aber die Mehrheit von der Menschheit von diesem Planeten Erde, wo die ganzen Erdlinge sind, sage ich mal. Die schaden sich doch nur selber und kriegen sich in die Köppe, streiten sich. Das ist ja aber auf Kokolailand nicht der Fall. Wir fahren mit einem Geländewagen in der Stadt herum und lassen viele Abgase heraus und müssen die Gase, die ausgetreten sind aus dem Jeep, ja, müssen sie selber wieder einatmen. Ah, ja, so ist das. Ja. Grüße, kannst du mir die Erdenzeitung, kannst du uns die Erdenzeitung geben? Nein, das ist so lustig, die will ich ganz gerne behalten. Komm bitte. Wir brauchen die, dann können wir Nachrichten machen. Seid ihr etwa die Erdenbewohner? Er ist Erdling und ich bin ein Kokolailänder. Apropos Kokolailänder, heißt das eigentlich Kokolailänder oder Kokolese? Nein, das heißt Kokolailänder. Ach so. Also Kokolailand. Ja. Also ich bin Kokolailänd. Ja, Länder. Kokolailänder, genau. Ja, hätte auch Kokolana sein können. Das Kokolana, ist Kokolese, irgendwie nein, sowas. Nein. Kokolailänder. Kokolailänder. Okay, und gibt er uns jetzt die Zeitung? Ich soll fragen, ob ihr euch beim Rat melden möchtet. Möchten wir? Ich weiß nicht, was ist denn da der Rat? Also, der Rat, sag ich mal, wird uns mit Sicherheit nicht auffressen. Also, ich bin ja selber ein Kokolailänder und ich denke mir mal, der wird uns, sag ich mal, gut empfangen. Okay, da können wir ja da hingehen. Ja, also, gibst du uns die Zeitung? Von mir aus. Oh, super! Hier! Aber. So, jetzt haben wir die Erdenzeitung. Ich möchte mich bei meinem Landsmann ganz herzlich bedanken. Dankeschön. Damit wir gehen jetzt wieder zurück zum Raumschiff, damit der Herr Monaco auch die Nachrichten auch lesen kann. Dass er die Nachrichten auch machen kann. Ja. Dann gehen wir jetzt wieder zurück zum Raumschiff Kalango. Wie, was, Kalango?
Das Raumschiff heißt Kalango. Unser Raumschiff heißt Raumschiff Kalango? Ja. Das haben Sie mir überhaupt noch gar nicht erzählt, dass unser Raumschiff auch einen Namen hat. Jetzt wissen Sie es aber. Ja, danke. Ja, dann gehen wir mal zu unserem Raumschiff Kalango und machen die KTV-News. Ja, und ich, wie schon gesagt, das Raumschiff Kalango ist ein schönes Raumschiff. Ja, sicher. Ne? Da ist das schon, unser Raumschiff Kalango. Das Raumschiff. So, da sind wir wieder im Raumschiff. Da sind wir wieder im Raumschiff. Hallo Simbi. Kalango, in Kalango. Hallo Simbi, alles klar? So. Super. Meine Damen und Herren, hier ist Kakalaki TV mit den Nachrichten. Eine exklusive Ausgabe von dem Planeten Kokolailand ausgesendet. Wir haben einen lustigen Vogel entdeckt, ne, der hat sich kaputt gelacht über die Unterlagen hier vom Frithelm. Aber wir konnten sie ihm abluchsen und dann wollen wir mal loslegen. Aber Herr Monaco, der hat aber ziemlich viel gelacht, ne? Ja, der hat sehr gelacht über die Unterlagen. Der fand das lustig, was hier drin steht. Müssen wir ja schon was selber lachen. Würstchen und Eis werden billiger. Die Lebensmitteldiscounter in Deutschland haben erneut die Preise gesenkt. Bei der 6. Rabattwelle in diesem Jahr wurden vor allem Grillfleisch und Würstchen sowie Speiseeis billiger. Das teilten Aldi, Penny und Norma mit. Auch Kaufland zog bei der neuen Preisrunde mit. Zuletzt waren die Preise Anfang Mai gesunken. Ja, überlegen Sie sich soweit, meine Damen und Herren. Preise ziehen an. Wiesbaden. Die Erzeugerpreise in Deutschland sind im April um 0,6% gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Ja, ich denke, die sind gesunken. Gerade sind sie noch gesunken. Baustellenwitz. Der Bauarbeiter hat eine Grube ausgehoben und fragt den Vorarbeiter, wo soll ich denn nun mit den 7 Kubikmetern Erde hin? Ja, grab doch einfach ein Loch und schütze da rein. Herr Didi Stuckman, machen Sie mal bitte weiter. Aber machen Sie hier in und out, ne? Ja, und das noch und dann haben wir es schon, ne? Gut, alles klar. Wo gehen Sie denn jetzt hin? Ich muss. Achso, dann gehen Sie mal. Gut. Ja, guten Tag. Wir kommen jetzt zwischen in und out. Pfingstfreude, Mini-Urlaub für die Seele. Orchideen auf den Schreibtisch bringen die Kreativität zum Blühen. Balkongrills klein, aber feurig. Jetzt kommt was out ist. Fahrradfahren mit Stöckelschuhen. Wie wär's denn mit Wechselschuhen? Zahnputzmuffel wie Jessica Simpson. Mundkeule. Gestern war nicht Zähneputzen out und heute ist Zähneputzen in. Dankeschön. Ja gut, meine Damen und Herren, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Diesmal die News vom Planeten Kokolailand ausgesendet. Falls es Haters gibt, da fällt mir was ein. Es könnte ja sein, dass es Haters gibt. Falls es Haters gibt, was würden wir diesen Hatern denn sagen? Also falls es die Haters gibt, sage ich mal, ne? Dann sage ich nur einfach zu denen, fuck you. Okay. Alles klar, meine Damen und Herren, bis zum nächsten Mal. Guten Abend.